Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist im Test die Argento Magma. Sie ist für die Größe sehr günstig. 6,95 habe ich bezahlt bei Röder. Der Shop ist übrigens auch in der Infobox, falls ihr mal vorbeischauen wollt. Wir haben hier ein Kaliber von 25 mm, 10 Schuss, 100, knapp 40 Gramm NEM, 20 Sekunden Effektdauer, 35 Meter Effekthöhe. Ja, angegebener Effekt ist goldener Quäcker Schweifaufstieg zu roten Blinkstern mit Goldquäckern. So. Die Batterie ist natürlich in F2 zugelassen. Der Hersteller ist auch hier wieder Funke, weil Funke gehört zu Argento. Und ja, da würde ich mal sagen, schauen wir uns mal die Magma an. Ich hoffe, die wird schön rot und bis gleich draußen. So, nächste Batterie im Test ist die Magma von Argento. Ja, war doch ganz okay, würde ich sagen. Also, schlecht zu sagen. Also ich würde sie nochmal kaufen. Aber es ist umgefallen, der letzte Schuss. Naja, sehen wir uns bis zum nächsten Video. Macht's gut.